Diese Tasche von Tasmanian Tiger ist als Hüfttasche konzipiert, aber taugt auch sehr viel als Umhängetasche. Wenn du wissen willst, was dieses kleine oder, muss ich eigentlich sagen, große Organisationstalent kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese neue Hüfttasche von Tasmanian Tiger, die für mich eigentlich mehr eine Umhängetasche ist, aber dazu später. Schau mal her, hier hast du gleich einmal einen Frontbereich, hier im vorderen Bereich, und hast hier eine sehr, sehr große Tasche. Schau mal her, die geht bis an die Ecken, da gibt es überhaupt nichts, hat jetzt in diesem Fach hier keine weitere Unterteilung. Aber du hast hier am Deckel drei Schlaufen, Flexicords. Ich habe jetzt hier einen Prototypen vom Reini Rossmann Multitool drauf, aber kann ein anderer Stift oder so irgendwas auch drauf sein. Wird mit einem Klettverschluss abgedeckt. Fix fertig. So, dann das Hauptfach. In diesem Hauptfach hast du auch hier gleich einmal oben am Deckel zwei große und zwei kleinere Schlaufen. Und da kann man natürlich irgendwas zwischen reingeben, fällt mir nichts ein. Also ich habe jetzt hier, ich habe diese Tasche jetzt seit 3 Monaten im Einsatz. Ich habe hier meine Phoenix, billige Eigenwerbung, all die Produkte, die ich da hier zeige, die gibt es natürlich auch bei mir im Shop, außer den Jet Protector, aber dazu komme ich gleich. Das ist eine super EDC-Taschenlampe, die E16, und bei der ist es so, die passt da zum Beispiel schön rein. So, sitzt, was auch immer du brauchst. Ist sehr, sehr nett gemacht, gefällt mir irrsinnig gut. Und dann hier innen in diesem Hauptfach, das auch relativ viel Platz bietet, ja, siehst du, da geht einiges rein, gibt es jetzt dann keine weitere Unterteilung, aber das Tasmanian Tiger setzt auf die Modular-Serie und arbeitet, wenn man sich das gesamte Produktportfolio so anschaut, sieht man, das ist jetzt das, worauf die setzen. Und das ist natürlich auch ein guter Punkt, aber dazu kommen wir an einer anderen Stelle mal. Hier hast du ein Klettfeld, du könntest hier auch Molle einschlaufen, muss aber dazu sagen, also das ist, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Würde mir persönlich nicht taugen, aber hier könnte man noch einmal was reingeben. Ich habe jetzt hier exemplarisch einen Jet Protector mit auch einem Holster, das es von Tasmanian Tiger gibt, hier eingepoppt. Aber jetzt nicht, weil wir das jetzt militärisch einsetzen wollen, sondern weil die Frage immer wieder von den Leuten kommt, was passt da rein, passt da eine Pistole rein? Und ich weiß ja nicht. Aber würde jetzt zum Beispiel hier ganz gut reinpassen, ist dann auch noch genügend anderer Platz zur Verfügung. Wenn du nicht so auf Selbstverteidigung stehst, und auch kein Berufswaffenträger bist, so wie ich zum Beispiel, ja, kein Berufswaffenträger, dann kannst du hier zum Beispiel irgendeine andere Tasche, die es von Tasmanian Tiger gibt, zum Beispiel das Mesh Pocket Set, das auch bei mir im Shop natürlich gibt, das passt hier dazu, aber sonst ist hier keine weitere Unterteilung gegeben. So, mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem kannst du das an die Position bringen, wie es beliebt. Du siehst auch, der Reißverschluss hat schöne große Kordeln angebracht, damit man da schön hingreifen kann, damit das schön aufgeht. Top gemacht. An der Oberfläche am Deckel, sozusagen, da sind im Lasercut eingebaut, um zum Beispiel ein Pocket Tool noch mit rein zu bringen. Trägt dann vielleicht ein bisschen mehr auf, aber wenn du es brauchst, dann ist das auf jeden Fall hier an dieser Stelle möglich. Dann gibt es hier noch hinten ein Fach, ein Geheimfach, nennen wir das mal so. Das ist auch ein recht großes Fach, da gibt es auch keine weitere Unterteilung mehr, sondern es ist einfach ein Fach, das auch bis ganz nach außen, schau mal her, da den gesamten Bereich kannst du da mitfüllen. Das bedeutet, Platz ist hier in diesem Teil irrsinnig viel gegeben. Aber was hier halt jetzt gleich einmal auffällt, und das muss uns klar sein, die Organisation, also das sind jetzt nicht 100.000 Unterfächer und da noch eins und da ein Schlauferl, sondern du hast hier, das ist sehr, sehr geradlinig, ja, sehr clean, wenn man das auf Englisch sagen will. Ja. Du hast am Deckel, wo halt noch was reinpasst, sind Schlaufen, fertig, und den Rest organisierst du dir so, wie du das magst. Und wenn das in deinem Sinne ist, dann bist du hier mit diesem Taschen gut unterwegs. Ich habe zuvor gesagt, dass es eigentlich eine Hüfttasche ist, und das ist natürlich richtig. Aber ich bin so frei und sage, meine Hüfte wird immer breiter. Das ist eine andere Geschichte. Aber schau mal her, ich finde es eigentlich als Umhängetasche irrsinnig cool. Für Kleinigkeiten. Und das geht nur deswegen, weil dieser Riemen hier extrem, extrem lang ist. Ja, also das ist ganz gut gemacht. Es gibt dann noch zwei weitere Funktionen, die ich da zeigen mag. Das eine ist mal hier an dieser Stelle. Du kannst, wenn du da, wenn den Öffnenmechanismus kriegst du gar nicht auf. Ja, du musst hier auch noch ziehen und dann
geht der Verschluss auf. Und dieser Sicherheitsverschluss hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich sehe eigentlich nur Vorteile, aber ich mag kurz zum Nachteil kommen. Also du kannst nicht mehr so wie Johnny Lessig einfach so draufklippen und es geht runter, sondern du brauchst halt ein bisschen Übung. Ja? Also ich habe es mittlerweile, meine Finger sind ein bisschen kalt, vielleicht siehst du, dass es ein bisschen schneit. Also ich schaffe das mittlerweile mit einer Hand, aber man braucht halt einen Zeigefinger dazu. Also Mittelfinger und Daumen und dann mit Zeigefinger aufmachen. Also, aber der Vorteil überwiegt. Ich trage sehr gerne Hüfttaschen. Und es passiert mir immer und immer wieder, besonders in der letzten Zeit, aber das ist ein anderes Thema, dass die automatisch von alleine aufgehen und dann fällt die Tasche runter. Und das mag, in den meisten Situationen merkt man das, ist es okay, aber wenn da wirklich Geldbörse oder irgendwas anderes drinnen ist, was vielleicht ein bisschen wertvoll ist oder man nicht verliert mag, dann wäre das eine sehr unangenehme Sache und das ist hier gegeben. So, das ist Funktion 1. Funktion Nummer 2, du hast hier auf beiden Seiten, hier direkt an der Hüfttasche, ich nenne das jetzt mal Hüfttasche, obwohl ich sie als Umhängetasche verwende, diese Verschlüsse hier. Das heißt, du kannst hier draufdrücken und kannst das ausfädeln. Und jetzt sagst du, ja, was soll ich das ausfädeln? Ich will ja eh die Farbe nicht wechseln. Nein, nein, damit kannst du es in andere Mollestreifen zum Beispiel reinpoppen. Das wäre eine Möglichkeit, das zum Beispiel auf einem Rucksack hier anzubringen und das mitzuführen, also als äußere Tasche zur Verfügung zu haben. Ich weiß, dass das dann ein bisschen herumschlankelt, wie man in Österreich sagt, also sich hin und her bewegt, aber grundsätzlich ist das denkbar und möglich. Vielleicht ist das auch die Idee von Tasman & Tiger gewesen, ich habe wirklich keine Ahnung, aber stelle ich mir ganz cool vor und eben auf der anderen Seite, ja, ich kann sie als normale Tasche verwenden, ohne diesen Riemen hier. Ich finde es insgesamt natürlich wieder top verarbeitet, wie wir das kennen von Tasmanian Tiger, nachgedacht, das heißt für die Schlankeren unter uns, die so eine Tasche haben wollen und nicht so weit ausfahren, wäre ja dann hier das überschüssige Riemen, das überschüssige Band und das kann man mit diesen kleinen Flexi-Halterungen hier fixieren. Alles eine sehr coole Sache und ich bin sehr froh, weil das letzte Modular Hip Bag, das es von Tasmanian Tiger gab, das war relativ klein. Es war okay, also für, ich stecke ein bisschen was ein, aber wenn man ein bisschen einen Knall hat, so wie ich, ja, und viel mehr mitnehmen will, dann war das immer zu klein. Und das hier bietet jetzt ganz einfach extrem, extrem, extrem viel Platz. Und, ich weiß es nicht, nur eine böse Mutmaßung. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch für den einen oder anderen, die im Bereich Bug-Out irgendetwas tun wollen, so eine gute Idee ist. Gibt es ja nicht nur in grün, sondern auch in anderen Farben. Billige Eigenwerbung hier natürlich. Alles gibt es bei mir im Shop, ist ganz klar. Weil das hier ganz einfach sehr viel Platz bietet und man sehr viel reinbringt und hier an der Hüfte nicht sehr auffällt. Einfach so als Idee für unsere Bug-Out-Leute. Das war's jetzt hier an dieser Stelle. Ein wirklich cooles Teil, taugt mir irrsinnig. Ich werde es weiter in den Test nehmen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal wieder darüber berichten. Ich mag dir jetzt noch mal einen Kommentar bitten. Hast du dieses neue Pack schon? Was hältst du davon? Findest du das gut, dass es jetzt weniger Fächer gibt, sondern ein großes Teil mit ein paar Funktionen und den Rest organisierst du dir selbst? Wie siehst du das? Schreib mal einen Kommentar, würde mir irrsinnig freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's direkt in den Shop, billige Eigenwerbung zu dem Ding hier. Gib auch den Link auf Amazon. Wenn du nicht bei mir kaufen magst, ist okay. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und mach aus einem Hipbag ein normales Umhängetaschel, wenn du zu dick bist, so wie ich. Und ciao, ciao.